Perfekt. Danke. Ich komme einfach mal vor. Ja, mein Name ist Harald Schirmer, Continental AG, ein Unternehmen, das es eine ganze Zeit lang schon auf dem Markt gibt, seit 1871 unterwegs. Wir sind inzwischen mit, ja, die Zahlen lieben, 33 Milliarden Euro Umsatz, knapp 180.000 Mitarbeiter in 300 Standorten in knapp 50 Ländern. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wir haben zwei große Bereiche. Das eine ist der Bereich, den wahrscheinlich alle kennen, das ist der Bereich Reifen, Tires, sowohl im Konsumerbereich als auch im Lkw-Bereich. Und es gibt den Automotive-Bereich, den hoffentlich bald immer mehr Leute kennenlernen. Das ist nämlich alles, was mit Elektronik, mit Sicherheit und so weiter zu tun hat. Ich würde einfach mal ganz kurz vorstellen, was haben wir gemacht, warum haben wir es gemacht, wie haben wir es gemacht und was ist dabei rausgekommen. Im Endeffekt war uns wichtig bei einer Analyse im ersten Moment, was brauchen die Mitarbeiter eigentlich? Also wir sind nicht losgelaufen und haben gesagt, wir brauchen jetzt unbedingt Social Media, weil jeder hat Social Media oder irgendjemand sagt, das müssen wir tun, sondern wir haben uns einfach angesehen, was gibt es denn in Form von Fragen bei den Mitarbeitern, nicht was gibt es denn draußen auf dem Markt. Und da war unter anderem so ganz softe Fragen, ja, ich will, was auch immer es ist, ich will mich nicht einloggen müssen. Ich möchte, dass wir alle das Gleiche verwenden. Ich möchte, dass ich nicht an 20 Orten etwas pflegen muss. Vielleicht aus der Vergangenheit, Continental hat in den letzten 10 Jahren hat sich verdreifacht durch Zukäufe, durch verschiedene Branchen, die reingekommen sind. Firmen, die Sie vielleicht kennen, Temig, Tevis, Motorola, Siemens VDO, um nur ein paar ganz große zu nennen. Verdreifacht. Und jedes Unternehmen, das in das Unternehmen reingekommen ist, hat eine neue Kultur mit reingebracht, neue Führungsprinzipien. Wir wollten auf der anderen Seite auch, dass dieses Projekt nicht ein reines IT-Projekt ist. Warum? Das werden Sie später ganz schnell deutlich merken. Und im Endeffekt war natürlich auch der Blick in die Zukunft. Viele hatten und haben natürlich schon entsprechende Endgeräte und haben gesagt, ich brauche Mobilität. Also das Ding muss auf einem Smartphone auch irgendwie funktionieren, was auch immer es ist. Dann haben wir ganz am Anfang in diesem Team irgendwo gesagt, oder bevor dieses Team entstanden ist, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn das nicht nur eine Funktion im Unternehmen macht, nämlich IT stellt es jetzt zur Verfügung, weil natürlich IT derjenige ist, der es zum Laufen bringen muss. Oder Kommunikation, weil es ist doch eigentlich ein Kommunikationsmittel, lass es doch die machen. Oder nee, es ist eigentlich HR, weil HR ist eigentlich derjenige, der sich um Führung kümmern müsste oder Knowledge Management oder Qualität, um festzustellen, eigentlich geht es ja im Kern des Businesses darum. Nee, es ist bei uns von Anfang an quasi über diese Funktionsgrenzen hinweg genau das vorgelebt und mitgelebt entstanden, was wir eigentlich von den Mitarbeitern auch haben wollen, nämlich über diese Funktionen hinweg zusammenzuarbeiten. Und was ist es dann im Endeffekt gegangen? Ich überspringe jetzt da ein paar Phasen der Evaluation. Wir haben gesagt, wir wollen, weil das ja ein Wunsch der Mitarbeiter war, ein hochintegriertes System, also möglichst von einem ins andere springen zu können, ohne jetzt die großen Hürden zu haben. Ein seamless Workflow auf gut bayerisch-englisch, einen nahtlosen Übergang von einem zum nächsten. Im Endeffekt, das, was Sie da in der Mitte sehen, ist so diese gelbe Blase, im Endeffekt ist dieses Social Intranet. Und dann auf der linken unteren Seite sind so diese kurzen Nachrichten, ich muss mal schnell jemand was fragen, ich muss ihm schnell was zeigen auf dem Bildschirm, Social Messaging, Instant Messaging, Bildschirmfreigabe, Konferenzen online. Oben links im Eck SharePoint als Dokumentenmanagementsystem. Natürlich in der Continental gibt es sehr viele Dokumente. Wir haben ganz am Anfang mal gemessen, was schätzen Sie so an neuen Dokumenten, die in einem Monat vor 3 Jahren hochgeladen sind in SharePoint. Hausnummer? 1 Gigabyte haben wir es nicht gemessen, wir haben die Stückzahl jetzt angeschaut. Ja, knapp, es waren 2 Millionen. 2 Millionen Dokumente, die am Anfang von der SharePoint-Einführung jeden Monat reingekommen sind. Können Sie sich ausrechnen, was das für eine Jahreszahl an Dokumenten ist? Und wer diese Zahl an Dokumenten sich einfach mal vorstellt, wird relativ schnell merken, dass eine Ordnerstruktur sehr schnell an seine Grenzen kommt. Das geht einfach nicht mehr, das kriegen Sie nicht gehandelt. Wir haben rechts oben noch eine Metasuche. Warum Metasuche? Wir haben natürlich sehr viele Bereiche, sehr viele Dinge im Unternehmen im Einsatz. Das ist ein Intranet, das ist E-Mail, das ist der Social-Bereich, das ist ein Telefonbuch und so weiter. SharePoints. Wir wollten, dass die Leute an einer Stelle alles finden können, aber jederzeit von jedem Ort aus an die gleiche Suchmaske kommen. Das heißt, wenn einer im SharePoint ist, dass er dann sagt, ich möchte jetzt das und das suchen, dann kriegt er die eine einzige Suchmaske, die natürlich aber dann fokussiert ist, gefiltert ist,
auf die Dokumente in diesem SharePoint. Und wenn er da nichts findet, dann ist es ein Klick zu sagen, na jetzt such mal in allen SharePoints oder na, such mal überall. Und das hat natürlich den Leuten sehr viel Mehrwert gezeigt. Im Endeffekt dazu noch gekommen ist hier dieses Corporate Phonebook rechts unten. Das ist natürlich eines der wichtigsten Punkte. Wir hatten kurz vorher sowas wie ein Yellow Pages installiert, also eine Expertendatenbank, um einfach die richtigen Leute für die richtigen Jobs zu finden. Social Business ist kein Software-Upgrade. Das Bild habe ich irgendwann mal gemalt, in Anführungszeichen. Wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut, weil es von vielen Leuten genau als das verkauft worden ist, wir müssen einfach nur die Software installieren und der Rest, der passiert dann schon. Das ist sicher nicht der Fall. Also ich glaube, da gibt es kaum eine Firma, die Social installiert hat. Ich meine, wenn man das Wort sich auf der Zunge zergehen lässt, eine Kultur installieren, das funktioniert nicht. Und Social ist ja irgendwas, was mit Menschen zu tun hat, und das kann ich nicht installieren. Dann haben wir natürlich die Leute auch versucht zu beobachten, rauszufinden, wo sind denn die heute? Was brauchen die? Was haben sie? Was wollen sie nicht? Und wenn sie mit Leuten sprechen, kriegen sie eigentlich relativ schnell, und ich vermute auch bei ihnen in den Firmen, die gleichen Antworten. Die sagen, wieso? Das hat doch bis jetzt auch ohne funktioniert. Wieso brauchen wir was Neues? Ich habe sowieso keine Zeit dafür, ich bin 120%. Social Media, Facebook, Katzenvideos, was brauchen wir das im Unternehmen? Da müssen sie erstmal eine Antwort drauf finden. Also eine Antwort, die dann jeder auch unterschreibt, und zwar in jedem Level ihrer Hierarchie. Und ich meine, die Continental, wie gesagt, knapp 180.000 Mitarbeiter, 15.000 davon sind Führungskräfte. I will protect my knowledge, das heißt, ich werde dafür sorgen, dass mein Wissen bei mir bleibt. Das ist ein völlig natürliches Vorgehen. In den letzten 1000 Jahren so geprobt, weil wenn ich mein Wissen, wir hatten es glaube ich vorher schon mal kurz gehört, preisgebe, ja, wer garantiert mir, dass ich morgen meinen Job noch habe? Das muss man lernen, da muss man erstmal rankommen, und die Frage ist, warum sollte ich das lernen? Das ist ein Verhalten, das ich den Leuten erstmal durch positive Beispiele, durch, ja, ich tue es und mir passiert was Positives, vormachen muss. Viele Unternehmen kommen aus einer Vergangenheit raus, wo jemand sein Wissen preisgegeben hat und danach wegrationalisiert wurde. Wenn das der Fall ist, brauche ich da nicht mehr weitermachen, weil dann ist diese Firma kulturell auf einem Stand, wo sie sagt, da wage ich mich nicht rein. Hierarchie in Gefahr. Die meisten Leute schauen bei Social Media immer auf die Mitarbeiter. Wenn ich mir das Management anschaue, eben diese 15.000 Leute, die sollen plötzlich Verantwortung abgeben. Die sollen plötzlich transparent werden. Die sollen plötzlich mitmachen. Die sollen sich in Frage stellen lassen. Das kratzt so ein bisschen an allem, was diesen, ich nenne es jetzt wirklich positiv gesehen, Machtapparat, den wir ja aus einem guten Grund haben, bisher sinnvoll gebraucht haben. Das geht nicht. Ich kann nicht dem einen sagen, du brauchst eine gewisse Distanz, um gut führen zu können, und gleichzeitig hin zum Kunst, dir aber eine Nachricht reinschreiben kann und jeder kann es lesen. Also das ist ein richtiges Thema, mit dem man sich, glaube ich, heute noch relativ wenig befasst. Kontrolle, Angst und Sicherheit. Ich glaube, das Thema Vertrauen war heute schon mehrfach auf der Agenda, hätte ich jetzt fast gesagt. Auf der einen Seite würden wir uns wünschen, dass uns die Leute, die Arbeitgeber oder auch die Mitarbeiter mehr vertrauen. Gleichzeitig ist aber dieses Vertrauen basiert auf etwas, was ich aufbauen muss. Wenn ich bis jetzt das Vertrauen gegeben habe und es ist nicht recht gewürdigt worden, dann kann ich es heute nicht mehr verlangen. Ich muss es erst wieder zeigen. Und diese Kontrolle ist im Endeffekt, sei es vom Arbeitgeber oder auch vom Projektleiter oder vom Manager, ein approbates Mittel gewesen oder ist es heute noch, um sicherzustellen, dass die Arbeit, die er jemandem gibt, auch wirklich gemacht wird. Also wenn ich diese Kontrolle wegnehme, dann muss ich derjenigen irgendwas anstelle an die Hand geben, was ihn dann wieder in die Lage versetzt, dafür zu sorgen, seine Ziele zu erreichen. Was wir dann parallel gemacht haben in der Continental AG, ist, dass wir uns sehr, sehr intensiv Gedanken über einen Kulturwandel gemacht haben. Wir haben also gesagt, wenn wir schon über die letzten, nicht nur 10 Jahre oder vielen Jahre, so stark gewachsen sind, mit so vielen unterschiedlichen Kulturen im Unternehmen, und die Continental vielleicht auch als Hintergrundinformation noch besteht, aus verschiedenen Divisionen. Und Sie können sich vorstellen, dass eine Division, in denen Reifen hergestellt werden, und eine Division, in der Mikroelektronik produziert wird, und in einer anderen, in der, also Sicherheitselektronik, und in einer anderen, in der es um Entertainment geht, also Sitz- und Spiegelmemories oder auch Head-Up-Displays oder verschiedene andere Technologien, dass es da durchaus unterschiedliche Sprachgebräuche gibt, unterschiedliche, ich will das nicht Level nennen, weil da hat jeder seine fachlichen Kenntnisse und jeder hat seine Spezialgebiete, aber dass sich die vielleicht untereinander nicht sofort verstehen,
kann man sich vielleicht vorstellen. Das heißt, diese Matrixorganisation, wie man das nennt, in ganz vielen Ländern, auf ganz vielen Bereichen, ganz viele, also wir haben eigentlich Diversität in Reinform bei uns. Und die müssen sie ja irgendwie auf ein gemeinsames Ziel einschwören. Und im Endeffekt haben wir deswegen dann diese vier Werte entwickelt. Und wenn Sie sich die anschauen, drei von diesen Werten gehen nicht direkt auf Shareholder Value, sondern eben, wie gesagt, Vertrauen, Verbundenheit und Freiheit ist das, was Sie heute brauchen. Wenn Sie keine Freiheit vom Unternehmer kriegen oder von Ihrem Vorgesetzten, dann haben Sie keine Zeit, in Social Intranet zu gehen. Wenn das Vertrauen nicht da ist vom Vorgesetzten in den Mitarbeiter, dass er diese Zeit nicht mit Katzenvideos verbringt, dann funktioniert es auch nicht. Also das ist schon eine beidseitige Geschichte und darum ist die, glaube ich, ein großer Vorteil, dass wir das parallel gemacht haben. Also es war nicht, wir machen Social Media und deswegen machen wir Kulturentwicklung, sondern es waren wirklich zwei eigene Projekte und es sind bis jetzt fast alle unsere 170.000 Mitarbeiter durch mehrstündige Kulturentwicklungsprogramme gegangen. Also die haben sich auseinandergesetzt, was sind Werte, wie kollidieren sie, was passiert da? So, und dann ging es darum, und das war dann meine Aufgabe, ich komme aus dem Corporate HRD, also aus dem Konzernpersonalentwicklungsbereich, ja, wie kriegen wir jetzt das an die Leute? Die Software haben wir installiert, Technik steht, kommunizieren können wir das auch, da haben wir unsere Kanäle, aber wie kriege ich jetzt Meier, Müller, Schulze und auch die, die jetzt in China sitzen oder in Moskau oder sonst wo, wie kriege ich die dazu, dass die das Ding wirklich nutzen? Ja, und dann kam ich auf die Idee im Endeffekt zu sagen, also ich allein werde es nicht schaffen. Ich sitze irgendwo in Hannover, 500 verschiedene Standorte, kriegen wir nicht hin. Also gibt es so einen schönen Spruch, den habe ich letztens mal gehört. Wer von Ihnen ist schon mal von einem Tiger gebissen worden? Von einem Tiger. Großer Tiger. Wer von Ihnen ist schon mal von einer Mücke gestochen worden? Sie merken es, kleine Dinge machen große Wirkung. Genau das haben wir versucht. Wir haben gesagt, okay, lass uns doch einfach mal 400 Leute aufbauen, die in jedem Standort, an jedem Platz, den wir im Kontinentaluniversum haben, am liebsten in jeder Funktion, in jeder Hierarchieebene, in jeder Altersklasse, wir wollen den Querschnitt der Kontinental haben als Guides. Guides als jemand, der die Leute bei der Hand nimmt und sie in diese neue Welt reinführt. Und zwar nicht irgendwelche, ohne das despektierlich zu sagen, jemand von außen, der uns quasi sagt, wie es geht, sondern jemand von innen, der vorher noch ganz normal im Job war und jetzt quasi mit seinem normalen Job diese neue Technologie oder dieses neue Verhalten, was es ja eigentlich ist, zum Einsatz bringt. Im Endeffekt, wenn ich das kurz übersetze, das sind jetzt nicht ein typisches Train-the-Trainer-Konzept. Also nicht in Form von ich lerne es Ihnen, ich kann es auch nicht alles, sondern eher wir versuchen gemeinsam einen Verhaltenskodex, und jetzt nicht als Regelwerk, sondern als Erfahrungswissen zu erarbeiten. Wir versuchen gemeinsam rauszufinden, was funktioniert, wo funktioniert es und wie. Das ist besonders dann wichtig, wenn Sie in einem internationalen Unternehmen arbeiten, weil in Deutschland auch eine Kultur anders funktioniert als in China oder wie gesagt in Mexiko oder in Indien. Das heißt, Sie brauchen auch landestypische Ausprägungen davon. Das heißt, die sind im ersten Schritt nicht hergegangen und haben die Leute einfach nur trainiert in der Verwendung der Knöpfe und Buttons und der Software, sondern im ersten Schritt war deren Aufgabe, es selber zu lernen. Wir hatten 4 Monate lang nichts anderes damit zu tun, als über virtuelle Möglichkeiten. Es war ja ein Netzwerk, das erstmal wachsen musste auch. Ich musste die Leute ja erstmal akquirieren. Diese 400 Leute erstmal dazu zu bringen, zu verstehen, wo wir überhaupt hinwollen. Und dann ins Erleben zu bringen, dass jeder für sich selber, Sie haben es vielleicht in Erinnerung, das waren ja 12 verschiedene Tools. Und mir war es jetzt nicht wichtig, dass jeder alle Tools kann und dann alle Tools schult, sondern herzugehen und zu sagen, jeder sucht für sich das Tool raus, das ihm selber am meisten bringt. Das kann eins, das können 2 oder 3 Tools sein. War mir egal. Mir ging es darum, dass er selber ins Erleben kommt, ich nenne es jetzt mal Storytelling kommt und sagt, hey, das hat mir geholfen. Und das zeige ich dir jetzt. Und im Endeffekt war auch dieses Storytelling nicht der erste Schritt, den sie dann rausgehen, sondern vielleicht kennen sie das in dieser Zeit, wo es so mit den Smartphones losgegangen ist. Da ist ja jetzt nicht die große Werbekampagne losgegangen, oh, Smartphones sind so viel besser, sondern da gab es den einen, der hat auf seinen Tasten gedrückt und da gab es den anderen, der hat im Internet gesurft und Video geschaut. Und irgendwann hat man dann mal rübergeschaut und gesagt, irgendwie schon cool. Und dann war das, um jetzt auf das Push-Pull zurückzugehen, dann war das nicht, die Welt hat Smartphones rausgepusht, sondern im Endeffekt haben die Leute gesagt, hey, ich will auch so ein Ding. Und genau das wollten wir damit auch erreichen, nämlich so ein Pull-Effekt, dass diejenigen, die den Guides zuschauen und sagen, hey, wieso bist du so viel schneller? Ja,
ja, wo hast du das jetzt schon wieder her? Ja, wieso weißt du das alles schon? Dass die dann sagen, hey, irgendwas muss der anders machen. Und dann stellen die plötzlich Fragen. Und diese Fragen, die die stellen, sind natürlich viel einfacher, konkret zu beantworten von den Guides, als wenn der jetzt reingeht, jemanden in eine 8-Stunden-Schulung holt und sagt, so, ich erkläre euch jetzt mal, wie der linke Knopf oben in der Wiki funktioniert. Und der sitzt drin und denkt sich, warum soll ich mit einer Wiki arbeiten? Also die Warum-Frage ist ganz, ganz wichtig. Die Wie-Frage ist, glaube ich, bei Social Media nicht so dramatisch. Es war dann so ein Bild, ich habe die dann alle zusammenbringen können. Nicht alle, 200 von den 400 waren dann an einer Location in Hamburg, haben wir sie zusammengebracht in eine 1600 Quadratmeter Halle, komplett leer, voll mit weißem Sand. Normalerweise eine Indoor-Beach-Halle. Kam dann natürlich vom Vorstand von verschiedenen Fragen, ja, der Schirmer, jetzt Spinder, wo gibt denn der unser Geld aus? Da habe ich doch, glaube ich, ganz gut argumentieren können, wir rennen in eine riesige Veränderung. Und Social Media ist für mich genau das, was diese Halle ist. Es ist eine riesengroße, leere Halle. Und ich muss sie erstmal mit meinen Ideen und Gedanken füllen. Und das mussten die Guides. Und da hatte keiner einen Computer dabei, da hatte keiner ein Smartphone dabei. Die war komplett offline, diese Veranstaltung. Und die standen alle vor dieser Halle und dann war da 20, 30 Zentimeter Sand. Das heißt, man musste erstmal die Schuhe ausziehen. Und diese Schuhe ausziehen hat natürlich bedeutet, ja Moment, falle ich jetzt hier um, sinke ich ein, ich weiß gar nicht, wie ich hier laufen soll, mache ich mich jetzt hier zum Affen? Genau das passiert, und das müssen wir in den Köpfen haben, bei jeder Veränderung mit jedem Menschen. Wenn ich ihn in eine Situation bringe, die er nicht kennt, fühlt er sich unwohl. Und wenn ich das ernst nehme und ihm da in irgendeiner Form Halt gebe, und das kann jeder, das funktioniert in jedem Kulturkreis auch anders, aber wenn ich es erlebbar mache, dann kommen da Ideen, ja, wie kann ich dich jetzt da mitnehmen, begleiten, muss ich dir spezielle Schuhe geben, nehme ich dich an der Hand und so weiter. Das haben die, da gibt es ein kleines Video auch drin, das ist in YouTube zu sehen, wer sich interessiert. Das haben die unglaublich toll gemacht. Und für mich war da eines dieser Erlebnisse im Endeffekt, ein japanischer Guide ist dann am Schluss in der Schlussrunde ist auf der Bühne gestanden und haben wir gefragt, ja, was nimmst du jetzt so mit? Und ich glaube, das gibt es ganz gut wieder, was die erlebt haben. Er stand so da, schaut so in die Runde und sagt, ich weiß jetzt, ich bin nicht allein. Und das ist kein fachliches Statement, das ist kein technisches Statement, sondern das ist genau das, um was es bei Social Media geht. Zu erleben, dass man als Gruppe, egal wo die ist, egal wie die steht, ganz andere Dinge bewegen kann. Wir haben dann im zweiten Jahr, war es dann umgekehrt, da bin ich dann zu den Guides gekommen, wir haben regionale Events gemacht, in allen Ländern quasi, nicht in allen, aber in vielen, und haben dann versucht herauszufinden oder haben gesagt, was sind denn so die typischen Aussagen, die ihr so macht jetzt, nachdem ihr es über eineinhalb Jahre, zwei Jahre erlebt habt. Und einen finde ich ganz gut, guide or be guided, war einfach ein Ausdruck dessen, ich kann mich jetzt hinsetzen und darauf warten, dass es mir jemand beibringt oder ich mache selber den Schritt und lerne es anderen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, um herzugehen. Ich kann natürlich immer im Beifahrersitz sitzen, ich werde mich immer über Veränderungen ärgern, wenn ich mal in den Fahrersitz reinsteige, dann kann ich diese Veränderung beeinflussen. Und das bringt mich in eine ganz andere Situation. Find it, don't reinvent it. Klar, ich meine, bei so vielen unterschiedlichen Standorten von der gleichen Firma können Sie davon ausgehen, dass nicht jeder was Neues macht oder was anderes. Es gibt ganz viele Dinge, die die Leute immer wieder machen. Wenn sie miteinander reden, und das war, glaube ich, vorher, im ersten Beitrag ging es um Serviceleistungen. Wenn wir uns ganz ernst anschauen, warum brauche ich eine Serviceleistung? Weil jemand etwas nicht weiß oder nicht hat und jemand anders weiß etwas und hat was. Wir haben über die Jahrzehnte ein mehr oder weniger gutes Servicenetz aufgebaut, haben das dann irgendwann effizienter gemacht, haben es ausgelagert und im Endeffekt haben wir aber die Antworten selber im Unternehmen. Jetzt kann ich sagen, ich mache damit die Servicezentren kaputt, wenn ich Social Media einsetze, weil sich die Leute ja selber helfen können. Ist das nicht eine natürliche Entwicklung, dass wenn ich jemanden kenne, und ich weiß, dass der gut ist im Computer, im Webdesign oder egal in welchen Themen, dass ich den erst anspreche, bevor ich irgendeine Hotline anrufe, ist doch ganz normal. Das ist doch kein Ansatz, jemanden jetzt seinen Job wegzunehmen, sondern dieser Job ist entstanden aus einem Bedarf heraus. Vielleicht verändert sich dieser Bedarf aber jetzt über Social Media. Und dieser Punkt 50.000 Gehirne wissen mehr als eins, glaube ich, das war damals die Zahl der Leute, die wir drin hatten, kann man sich auch vorstellen, wenn ich eine Frage habe, damit komme ich schneller zum Ergebnis. Ich habe gestern nachgeschaut, um wirklich ganz aktuelle Zahlen auch da zu haben. Wir haben 90.000 Leute, die potenziell im Moment ran können. Wir arbeiten an den anderen, dass die über Mobilgeräte dann auch reinkommen können, also bis im Blue-Color-Bereich oder in den Bereich, die keine E-Mail-Adresse haben. Und von denen waren
71.856 angemeldet. Und bei uns muss man sich selber anmelden, ist auch ein freiwilliges Netz. Und von diesen wiederum, um das richtig zu deuten, der rechte Balken hier, sind die Leute, die letzten Monat mindestens eine Aktion da drin gemacht haben. Also mehr als die Hälfte. Und die anderen sind die, die quasi zuschauen. Es gibt draußen so eine Statistik, 1,99, 1% trägt was bei, 9% kommentiert und 90% schauen zu. Ich denke, wir haben hier andere Zahlen. Und da sind wir ziemlich stolz drauf. Um es auch noch ganz konkret mal zu machen, einfach ein Beispiel wahllos rausgezogen. Ich hatte selber die Freude oder Nicht-Freude, vor drei Jahren ist es jetzt her, eigentlich so eine Frage zu beantworten. Da ging es um so ein Projekt, um Namen zu finden. Und Sie können sich vorstellen, dass es in verschiedenen Kulturkreisen Namen gibt, die Bedeutungen haben, die man nicht verwenden will. Wenn Sie vielleicht eine Kulturentwicklung machen und Sie wollen jemanden für Freedom to Act haben oder für Vertrauen und Sie verwenden dann einen, weil Sie ja Diversity, brauchen Sie auch ausländische Namen, verwenden einen Namen aus China. Und dieser Name in China klingt für uns ganz harmlos und in Chinesisch heißt er leider The Warrior. Dann haben Sie ein Problem, zumindest in diesem Kulturraum. Das heißt, Sie müssen eigentlich alle Namen, und das kennen Sie vielleicht aus der Vergangenheit, auch mit Produktnamen, Sie müssen solche Sachen grundsätzlich über sämtliche Kulturräume prüfen, ob dieses eine Ding nicht vielleicht irgendwas ganz anderes heißt, als Sie damit als Intention haben. Das haben wir das erste Mal gemacht. 2 Wochen hat es gedauert mit einer Agentur zusammen. Es war richtig viel Arbeit. Und nach 2 Wochen hatten wir so ein gutes Gefühl, das könnte richtig sein. Das Gleiche haben wir dann in dem ersten Jahr Social Media gemacht. Da hat das Ganze dann das allererste Mal hat es gar nicht funktioniert, weil wir eben dieses schlechte Gefühl noch am Schluss hatten. Im ersten Jahr mit Social Media hat es dann 2 Wochen gedauert, um diese Rückmeldung zu kriegen. Da waren allerdings irgendwelche 10.000 Leute online und eben noch nicht so die große Durchdringung. Und jetzt war meine Kollegin hatte 2013 wieder die gleiche Frage wegen einem E-Learning und sie können ja nicht die gleichen Namen wieder nehmen. Sie müssen ja wieder neue Namen nehmen. Und innerhalb von 24 Stunden konnten wir genau diese Aussagen machen. Sie sehen so eine Zahl, 36 Leute haben einen Kommentar abgegeben in Form von das heißt das oder da würde ich lieber das machen. Und 528 Leute waren innerhalb dieser 24 Stunden online. Und nachdem ja alles transparent ist, kann ich auch sehen, aus welchen Ländern kommen die, aus welchen Funktionen kommen die. Und das hilft natürlich unheimlich viel, jetzt hier eine sehr, sehr wertvolle Aussage zu machen. Welche Fragen sollten Sie sich stellen vor der Einführung? Ich habe es mal versucht, ganz klein zusammenzufassen. Wir haben es vorher schon gehört. Ich habe es, glaube ich, auch gesagt. Welches Problem wollen wir lösen? Also was ist genau der Punkt? In Ihrem Fall waren es die E-Mails, die Kommunikation, was ich auch gehört habe. Die Leute sollen wieder direkt miteinander reden. Also auch telefonieren, propagieren, die Leute persönlich wieder ins Gespräch bringen. Stefan, du hast es auch gesagt, dass wenn nicht klar ist dem Management, was es eigentlich will mit Social Media, dann ist es wahrscheinlich unter den 80%, die scheitern werden. Ich muss wissen, warum ich es tue. Wer kann mich unterstützen? Wir haben es versucht, dass wir alle relevanten Ressourcen gleich an den Tisch geholt haben. Und an diesen Tisch gehört natürlich auch der Betriebsrat. Das ist etwas, was sich in Deutschland leider viel eingebürgert hat, dass man sagt, ja, das ist jetzt immer so eine kleine Hürde, da warten wir lieber, bis wir alles handfest haben, weil dann können wir es auch gut argumentieren. Aber das ist für den Betriebsrat auch ein Lerneffekt, da reinzugehen, zu erleben, was es bedeutet. Aus meinen Augen natürlich in dem Fall ein sehr, sehr positives Beispiel, weil Transparenz ist in der Regel das, was ich als Betriebsrat ja irgendwo haben will. Aber ich will es dann von allen haben. Und das ist das, was dieses Ding unterstützt. Es ist nicht Transparenz nur auf der oder der Seite, sondern es ist für alle. Es kann da drin keiner nicht transparent sein. Und das ist ein großer Vorteil, denke ich. Wie offen sind Ihre Vorgesetzten, wenn es um Bereitstellen von Ergebnissen geht? Teilen. Das Teilen haben wir nicht so gelernt. Wenn wir in die Schule gehen, wenn wir in unser Bildungssystem reinschauen, dann wird nicht geteilt, dann wird auch nicht abgeschrieben. Dann macht jeder sein eigenes Ding und zwar bis zum Schluss. Und im letzten Moment fangen wir dann so langsam an, oh, Soft Skills, Teamfähigkeit, die wollen wir ja da doch haben. Also da müssen wir uns schon auch wirklich anschauen, wenn wir wollen, dass die Leute Wissen generieren, dann müssen sie auch in der Lage sein, dieses Wissen zu teilen, ohne dass ihnen ein Nachteil davon entsteht. Und wie gesagt, das lernen Sie ab der 2., 3. Klasse, dass es eigentlich nicht so ist. Sind Sie bereit, Zeit dafür zu investieren? Es ist eine Investition und es ist eine Langzeitinvestition. Social Media, wenn Sie reingehen, dann werden Sie nicht am nächsten Tag merken, oh super, Leben ist besser jetzt. Sondern Sie fangen an, Ihr Netzwerk aufzubauen. Genauso wie im richtigen Leben. Es gibt so einen schönen Film, da geht einer her, irgendwo in England ist der gedreht worden, zieht irgendwo neu ein, klickelt beim Nachbarn und sagt, mähen Sie meinen Rasen.
willst du mein Freund sein? Geht nicht. Ist überhaupt nicht, das ist völliger Schmarrn. Ich muss erst eine Beziehung zu dieser Person aufbauen, ich muss ihm vielleicht erst was geben und dann kann ich irgendwann herkommen und sagen, Blumengießen, ist das schon drin? Also das ist so ein beidseitiges Ding. Teilen oder Sharing beginnt erstmal mit dem Hergeben. Ich muss erstmal von mir was hergeben, um dann im nächsten Schritt vielleicht was zurückzubekommen. Fehlverhalten, Feedback-Kultur modern. Wenn ich nicht ganz klar daran arbeite, was passiert jemandem, wenn er über die Stränge schlägt? Was passiert jemandem, wenn er einen Fehler gemacht? Wie gehe ich damit um als Unternehmen? Wie gehe ich damit um als Mitarbeiter? Dann wird dieses System Social Media im Unternehmen nicht funktionieren. Warum? Wenn die Leute nicht wissen, was mit ihrem Feedback passiert. Kommentare sind Feedback. Likes sind Feedback. Etwas zu teilen, etwas weiterzugeben, ist nichts anderes, wie ich gebe Feedback. Nämlich ich identifiziere mich mit dem Autor oder ich identifiziere mich mit dem, was er geschrieben hat. Wenn ich das nicht verstehe, dass diese persönliche Bindung an einen Inhalt oder eine andere Person Feedback ist und dass dieses Feedback im Unternehmen gewollt und gewünscht ist, gefördert wird, habe ich eine große Hürde. Ich glaube, das kann man für alles sagen. Wenn man es machen will, machen Sie es. Analysen lesen hilft viel, um ein erstes Bild zu kriegen, aber machen Sie einen Piloten, versuchen Sie mit Leuten zu reden, die es die ganze Zeit tun. Sie können Radfahren auch nicht üben, indem Sie Bücher drüber lesen. Das ist gut als theoretisches Wissen, aber Sie müssen es selber machen und Sie müssen es in Ihrem Unternehmenskontext testen. Geben Sie dem Ganzen Zeit. Wir haben es vorher gesagt, dieses eine kleine Beispiel, wie gesagt, das ist kein Wow-Beispiel, das ist nichts, wo jeder sagt, boah, jetzt muss ich es haben. Nein, aber es ist, wie unsere Projektleiterin mal so treffend gesagt hat, viele Sterne erhellen die Nacht. Es geht nicht die Supernova auf und alle sagen, ah, jetzt weiß ich, warum ich es brauche, sondern es ist eine Investition mit vielen, vielen, vielen kleinen Ergebnissen und kleinen Stories, die entstehen. Und der letzte Punkt, der ist mir im Endeffekt sehr, sehr wichtig, kümmern Sie sich um Ihre Vorgesetzten. Weil die sind im Moment außen vor. Wenn Sie sich das anhört, was der Stefan gesagt hat, er kommt aus der HR, ich komme aus der HR und die HR ist weit, weit weg von Social Media. Punkt.